Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 102. Episode von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hoaxmaster Alexander. Und über 100, kurze Einleitung, aber zwei Termine, die ich euch doch noch schnell erstmal an den Kopf werfen möchte. Und zwar 9. Oktober, 20 Uhr, also am Dienstag, Psychotalk mit meinen Freunden und Kollegen Sven Rudloff und Sebastian Bartuschek. Mehr Infos dazu am Ende. Und zweite Sache, die ich euch noch kurz am Kopf werfen möchte, ist 11. Oktober, das ist der Donnerstag, Science Sam hier in Hamburg, immer einen Besuch wert, wir sind da auch und auch da alles weitere am Ende der Sendung. Jetzt bombardierst du die Leute schon mit Terminen. Damit die nicht, wenn sie jetzt, wir machen das nachher. Genau, alles weitere gleich. Erstmal weiter in der Sendung. Der Woche. Die Story der Woche spielt diesmal in den USA, wo auf wundersame Art und Weise ein Dreijähriger einen Tornado überlebt hat, wo ein Haus vollkommen zerstört worden ist. Man hat ihn dann einige Tage später gefunden, und zwar in einer Kühltruhe, erstaunlicherweise. Dort hat er also dieses ganze Desaster überleben können. Und dann hat man ihn natürlich gefragt, wie er um Himmels Willen in eine Kühltruhe gekommen ist. Und der Kleine hat dann gesagt, ja, der Mann mit den Flügeln hat mich hier hineingesetzt. Und da man ja weiß, dass Kindermund Weisheit kundtut, hat man da natürlich wirklich angefangen, sich Gedanken zu machen, ob dieser Kleine nicht durch einen Engel gerettet worden ist. Krasse Geschichte. Mhm. Oder durch Condor Man. Für alle da, die schlechte Filme kennen. Ja, stimmt. Condor Man. Ja. Ja. Sehr heftig, abgefahren. Ne? Ja, total abgefahrene Geschichte. Gibt es aber doch Engel? Erfahrt es am Ende der Sendung. Ja. Wenn Sie Alexa sagen würden. Dreijähriger lügt bestimmt nicht. Die Geschichte war ein Fake oder auch nicht. Mhm. So, dann haben wir die Story der Woche auch abgehakt. Ja. Und kommen zu unserem Thema der Woche. Zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Was sind wir wieder schnell heute. Aber ihr habt das ja so gewollt da draußen. Zack, zack. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche geht es nicht darum, was wir eigentlich geplant haben. Nee, jetzt haben wir furchtbar gespoilert beim letzten Hörertreffen. Hier habe ich die ganze Zeit allen Leuten schon erzählt, was heute kommt, und kommt es gar nicht. Und zack, due to technical problems, kommt das noch, aber nicht heute. Aber wir sagen nicht was, ja, aber es kommt noch. Also alle, die beim Hörertreffen waren, auch darüber reden werden nachher noch ein bisschen. Ja, Überraschung. Mhm, genau. Erstens kommt es anders an, zweitens als man denkt. Aber ja. Wir haben natürlich Wir haben da schon mal was vorbereitet. Wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben ja eine unfassbar große Bundeslade im Keller rumstehen und haben auch nochmal wirklich die ganzen Themenvorschläge nochmal uns angeschaut. Da sind ja unfassbare Themen inzwischen im Forum. Ja. Das ist mal so ein bisschen bei uns am Durchrauschen. Und wir haben tatsächlich mal eines der Themen, das im Forum verlinkt war, ohne dass ich mir jetzt wieder gemerkt hätte, wer es reingestellt das hat. Das im letzten Jahr eine merkwürdige Art von Aktualität erfahren hat. Genau, haben wir dann mal aufgegriffen. Und zwar den sogenannten Kusiref. Spiegel, wenn man ihn denn so ausspricht. Ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Für all diejenigen, die dem Russischen mächtig sind, mögen sie uns im Zweifelsfall verzeihen, wenn wir den Namen nicht richtig aussprechen. Und der geht zurück und basiert auf Theorien von einem gewissen Nikolai Alexandrowitsch Kusirev, der von 1908 bis 1983 gelebt hat. Und, sagen die immer. Ja. Der Herr Kusirev, der nämlich ein Astrophysiker gewesen ist und Astronom, das wirklich gut findet, was heute mit seinem Namen gemacht angestellt wird. Ja. Das steht noch zu bezweifeln, denn dieser Kusirev-Spiegel, wir sagen gleich, was das ist, ist tatsächlich erst in der Bedeutung so geworden, nachdem Herr Kusirev schon verstorben war. Mhm. Kommen wir mal vielleicht zunächst zu einer kurzen Beschreibung, was genau denn so ein Kusirev-Spiegel ist. Und da haben... Da stellen wir uns mal ganz dumm und gehen mal auf die bekannte Seite psiram.com und
stellen dort fest, dass dort beschrieben wird, dass ein Kosirev-Spiegel oder auch Kosirev-Kammer genannt, etwas ist, was aus Aluminium, manchmal auch aus Glas hergestellt ist und so eine röhrenförmige Vorrichtung ist, in die man sich so ein bisschen reinlegen kann, wie in so ein MRT-Ding. Genau, so muss man sich das vorstellen, dass man da so reingeschoben also wird. Also ihr könnt euch so ein Rohr mit einem, na, was sind das, 120er Durchmesser, 1,20 Meter oder sowas, das waren nur Dezimeter, ne? 1200er Durchmesser, wenn ich denn in Zentimeter spreche, mit so einer Matratze drin. Und da kann man sich dann reinlegen in diesen Kosirev-Spiegel. Also wichtig, nur rund und man geht rein. Ich habe ein schönes Wortspiel, da wird man reingelegt. Sehr schön. Ja, ne? Sehr, sehr schön. Was soll da passieren? Da passieren die tollsten Dinge tatsächlich. Ja, also die Hersteller, also es gibt wirklich Hersteller von solchen Spiegeln. Da gibt es zum Beispiel eine Firma Fostac, die Dinger baut und vertreibt. Zum günstigen Preis, glaube ich, von 8.700 Euro netto, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sollte in keinem Wohnzimmer fehlen, das Ganze. Man legt sich da hinein und dann passiert Folgendes. Es gibt einige merkwürdige Theorien über die Zeit. Da kannst du vielleicht gleich nochmal was sagen. Es gibt da das sogenannte Die Zeit. Eine Geschichte voller Missverständnisse, ja. es gibt da das sogenannte Global Scaling. Bewirkt, beziehungsweise diese Theorie. Warum stotterst du denn so? Ich habe keine Ahnung, ich finde das so abstrus. Auf jeden Fall bewirkt das Ganze, dass in dieser Röhre eine Art Tor zur Raumzeit geöffnet wird. Ist doch völlig logisch. Man kann also in dieser Röhre die merkwürdigsten Erfahrungen machen. Also viele berichten davon, dass sie das Gefühl haben zu fliegen. Das ist noch relativ harmlos. Es gibt aber auch die Möglichkeit, irgendwie mit Außerirdischen zu kommunizieren. Es gibt die Möglichkeit, dass du in die Vergangenheit schaust. Du hast Visionen, also derlei merkwürdige Dinge. Naja, also man sieht UFOs, man kann mit verstorbenen Verwandten auch das, sprechen. Ja. Und das ist, Alexa schildert so, als ob das unglaubwürdig wäre. Also es wird beschrieben, relativ eindeutig, dass in dieser Kosirev-Röhre bestimmte physikalische Effekte auftreten, die auch offensichtlich gut beschrieben sind. Nämlich zum einen wird in einem Kosinev-Spiegel das Gravitationsfeld der Erde abgeschirmt. Ja. Also das ist schon mal ein ganz entscheidender Effekt, dass also das Schwerefeld wird abgeschirmt und zum zweiten sind auch elektrische Felder, elektromagnetische Felder nicht mehr vorhanden. Auch die werden abgeschirmt davon. Und die körpereigene Energie, die wir ja alle ausstrahlen. Also wir sind ja alle Energiewesen. Wir sind ja eigentlich alle Energie, das wissen wir ja alle. Die wird in diesem Kosirev-Spiegel, der also jegliche Einflüsse von außen abschirmt, wieder aufgefangen, fokussiert und zurückgeworfen. Also dieses Abschirmen der Energie von außen führt tatsächlich dazu, dass man dann diese außergewöhnlichen Wahrnehmungen hat. Das hat aber auch zu tun mit lokalen und globalen Zeitwellen. Ne? Also es ist die Frage, ob, da ist man sich glaube ich auch unter den Experten nicht so ganz einig, ob in so einer Röhre die globale Zeitwelle ausgeschaltet wird und nur die lokale wirkt oder umgekehrt. Kann das sein? Ja, also genau das ist ein weiterer Effekt, nämlich, du hast den Zeitwelle schon gesprochen, also in dieser Kosirev-Spiegel kann es zu einer Verdichtung der Zeit kommen, so wird es in den Theorien geschildert. Und die Energieströme aus dem Kosmos werden eben im Inneren des Spiegels gehalten und konzentriert. Und dadurch können so interessante Effekte auftreten, dass man zum Beispiel auch im Zweifelsfall in die Zukunft schauen kann. Also wer da die Energie selber natürlich in sich trägt und die fokussieren kann, ist dann in der Lage, zum Beispiel die Lottozahlen vorherzusagen. Du erzählst mir das jetzt gerade so furchtbar ernsthaft, nachdem ich vorhin schon furchtbar aus der Rolle gefallen bin. Das alles. Also ich fand das zunächst mal alles völlig faszinierend, was über den Kosirev-Spiegel zu finden ist. Und für all diejenigen, die jetzt schon sagen, na, jetzt kommt wieder so eine Nummer, ist doch völlig klar, dass das völliger Humbug ist. Ja, man könnte es meinen, allerdings gibt es eben diesen völlig verrückten Effekt, dass es an der Viadrina, an der Universität in Frankfurt, eine Masterarbeit gegeben hat zu diesem Kosirev-Spiegel. Und da werden wir jetzt gerade wieder mal so ein bisschen, jetzt dann tatsächlich mal ernsthaft. Also es ist natürlich, glaube ich, jedem, der
ein bisschen Ahnung von der aktuellen Physik hat. Klar, dass natürlich all das, was wir gerade beschrieben haben, nicht möglich ist. Also, dass in einer Aluminiumröhre vom Gravitationsfeld der Erde abschirmt. Leute, wenn ihr mal nachdenkt, dann wäre alles, was da drin ist, schwerelos. Das ist genau der Punkt. Das kann man relativ schnell falsifizieren. Und eine Röhre, die vorne und hinten offen ist, dient im allenfalls noch als Faradayscher Käfig, wenn man denn Glück hat, kann aber natürlich überhaupt gar nicht jegliche elektromagnetischen Wellen von außen abhalten. Was Alexa schon angedeutet hat, Global Scaling ist eine der Theorien. Also, um die Fakten jetzt wirklich mal auf den Tisch zu legen und den Spaß beiseite zu schieben, es hat eine Masterarbeit gegeben an der Europa-Universität Viadrina. Einem Herrn Konrad, der, das muss man auch wissen und kann es dann seltsam finden, seines Zeichens Orthopäde ist. Der studiert an dieser Universität, das war seine Abschlussarbeit. Und die trägt den Titel der Kusirev-Spiegel in der Praxis, die werden wir auch nochmal verlinken. Und Herr Konrad hat dort versucht, Eigenschaften experimentell zu untersuchen, was ja zunächst mal, könnte man sagen, ein hehrer Ansatz ist. Natürlich kann man eine derartige Technologie wissenschaftlich experimentell untersuchen. Dem spricht ja gar nichts entgegen. Ganz im Gegenteil, das ist ja eigentlich genau das, was man tun sollte. Und ich berufe mich an dieser Stelle auf einen super geschriebenen Artikel von Florian Freistetter bei Astrodiktikum Simplex. Es ist auch gar nicht so das Thema, dass diese ganzen Dinge nicht erforscht werden sollen. Also man kann sich mit Kommunikation mit Verstorbenen beschäftigen, man kann sich meinetwegen mit UFOs beschäftigen, mit Außerirdischen, mit Zeitreisen, das kann man alles machen. Aber wenn man das auf eine wissenschaftliche Art und Weise tun möchte, also wenn man damit wirklich Ergebnisse und nicht Fiktion erzielen möchte, dann muss man das auf eine bestimmte Art und Weise tun, die auch den Anspruch hat, den wissenschaftlichen Grundsätzen zu genügen. Genau. Und das große Problem ist, dass die gesamte Arbeit von Herrn Konrad sich im Prinzip schon vom Beginn an der Arbeit auf das Global Scaling beruft. Das Global Scaling ist eine Theorie von Hartmut Müller, so heißt der Mann, da werden wir gleich drauf eingehen. Und der erste Satz der Arbeit lautet nämlich, deswegen lese ich den hier hervor: Mein erster Kontakt mit dem Namen Kosirev stammt aus dem Artikel Die globale Zeitwelle von H. Müller. So, und man muss natürlich, wenn eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, eine Grundtheorie sich hernimmt und sagt, meine Arbeit basiert auf dieser Grundtheorie, muss man sich zunächst mal mit dieser Grundtheorie beschäftigen, bevor man dann weiterführend in die Forschungsarbeit einsteigen will. Und genau da haben wir das Problem, was auftritt, nämlich die Tatsache, dass das Global Scaling ein absolutes parawissenschaftliches, und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, Gewäsch ist, die grundlegende Theorie des Global Scalings kann ich hier gerne einmal vorlesen von Herrn Müller. Und das muss ich tatsächlich hier ablesen, weil ich diese Hypothese gar nicht anders formuliert bekomme, als dass ich das dann einmal vorgelesen bekomme, weil das ist so fernab von all dem, wie ich die Welt und Wissenschaft verstehe. Also die Hypothese ist: Es gäbe in der Natur keine Möglichkeit zur Verwendung linearer Maßeinheiten, denn in der Natur tatsächlich verwendete Maßstab, ist nicht linear, sondern in erster Näherung logarithmisch und bei noch genauerer Betrachtung zusätzlich fraktal-hyperbolisch unterteilt. Soweit die Vermutung. Man kann sich jetzt über Distanzmessungen und solche Dinge schon mal unterhalten oder man kann jetzt auch versuchen, das zu verstehen, was Herr Müller daraus schließt. Weiter geht es: Diese fraktale, logarithmische und hyperbolische Maßstab trifft auch auf die Zeit zu, die gar nicht linear verlaufen. Das entsprechende Maßsystem sei mathematisch durch die sogenannte Müller-Mengen darstellbar. Und entdeckt hat das Herr Müller an elitären Universitäten und Forschungseinrichtungen in Russland und in der UdSSR, der Russischen Föderation. Wir werden den Artikel von Florian Freistetter mal verlinken, der sich mit dem Global Scaling sehr ausführlich beschäftigt hat und sehr in die Theorien geht.
das ist, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das, da muss man auch, glaube ich, ein gewisses naturwissenschaftliches Grundwissen haben, um das auch nochmal alles zu lesen. Aber worauf es letztendlich hinausläuft, ist, dass jedes Ereignis unserer Welt in Zahlenwerke umformuliert wird, die dann Aussagen oder Veränderungen ermöglichen sollen. Oder anders ausgedrückt, Global Scaling ist eine Form von hochwissenschaftlich klingender Zahlenmagie, die dann dazu führt, dass man genau wie ein Kartenleger oder jemand, der in eine Glaskugel schaut, irgendwelche Aussagen treffen kann. Das ist die eine Schiene. Also das Vorhersagen von Lottozahlen ist dann natürlich möglich, wenn ich logarithmisch weiß, dass die Zeit gar nicht linear verläuft, und wenn ich dann weiß, dass die Zeit gar nicht linear verläuft, kann ich Einfluss auf die Zeit nehmen, kann logarithmisch berechnen und in der Zeit vorausgehen und kann dann die Lottozahlen der nächsten Woche sehen. Hätten wir gestern Abend schon gebrauchen können. Ja, das stimmt. Hatten wir aber nicht. Wenn es so einfach wäre. Darauf fußend behauptet Herr Müller, dass er eine ganze Anzahl von Patenten besitzt, die auf Global Scaling und den dahinterliegenden Theorien fußt. Dazu gehören zum Beispiel, und das lese ich mal hier ab, Verfahren und ein Verfahren und eine Einrichtung zur Energieumwandlung. Da soll kinetische und potenzielle Energie, bei dieser Verfahren zur Umwandlung, ich muss es vorlesen, das ist so abstrus, Verfahren zur Umwandlung kinetischer und potenzielle Energie hydraulischer Flüssigkeiten erreiche man durch die Ausnutzung von Eigenresonanzeffekten, die mittels Global Scaling optimiert wurden, einen sehr hohen Wirkungsgrad. Also man legt irgendeine Form von Zahlenmagie an irgendwelche Eigenresonanzschwingungen von Flüssigkeiten an und hat dann einen höheren Energieausbeute. Ja. Einrichtung und Verfahren zur Energieumwandlung, damit Abstoßungs- und Abschirmungseffekten rotierender Teilchen. Also letztendlich ein Perpetuum mobile, was er hier damit mit Global Scaling gebaut hat. Ein Verfahren zur drahtlosen Datenübertragung. Das ist übrigens auch ganz super. Das tragen die auch mal vor sich her. Also wer Global Scaling kann, kann drahtlos durch Manipulationen von Raumzeit und anderen Effekten dazu, durch ein Rauschen, ein Rauschen kann als Hintergrundwelle dienen, die Informationen. Dann hätte er eigentlich wissen müssen, dass er dafür ins Gefängnis wandern muss, irgendwie. Naja, dafür ist er ja nicht. Das ist ja, also, da kommen wir gleich zu. Verschlüsselung von Daten hat er noch, und ein weiteres Ding ist Stabilisierung von technischen Prozessen. Auch da wieder mit Gedöns durch Global Scaling Verbesserung. Zig Patente sind angemeldet worden, keins ist genehmigt worden, eins ist in Südafrika betätigt, anerkannt worden, ein Patent, in anderen Ländern nicht. Ein ehemaliger Geschäftspartner hat sich im Januar 2012 von Herrn Müller getrennt, weil er gesagt hat, auch er sei auf das Global Scaling hereingefallen. Eine weitere Geschichte, und das ist das, was du meinst, ist, dass also Herr Müller dann auch noch, es gibt eine University of Global Scaling, die also Fortbildungen verkaufen. Mhm. Es gibt ja eine Firma, die Bioscaling Technologies GmbH nennt. Und was eben dann am Ende passiert ist, ist, dass er begonnen hat, Anleger dazu zu bringen, ihm Geld zu geben. Und zwar im Rahmen der GSDI LTD Limited, GSD Cyprus Limited aus Nordzypern. Und die wollten also eine Global Scaling Technik bauen mit sogenannter GCOM Technik. Da haben die dann erfunden, dass Microsoft was entwickelt hat, was in dieser Technologie mit enthalten ist, und haben den also unfassbare Renditen. 18% Rendite, 90% Rendite in 5 Jahren, und haben also im Bereich von mehreren Millionen Euro Anleger dazu gebracht, ihnen Geld in die Hand zu drücken, und sind dann im Rahmen dieser Geschichte rechtskräftig auch verurteilt worden. Herr Müller hat 4 Jahre Haft und ein paar zerdrückte Monate bekommen und ist allerdings seit dem Aussprechen dieses Urteils auf der Flucht. Das Urteil konnte noch nicht vollstreckt werden. Andere Mitangeklagte im Rahmen dieses Anlagebetruges haben gestanden, haben geringere Strafen bekommen. Herr Müller hat also ewig darauf beharrt, dass das stimmt, was er getan hat, und ist dann dementsprechend auch verurteilt worden. So, also wenn man sich vor diesem Hintergrund vorstellt, dass diese, ich nenne es jetzt
man höre bitte die Anführungszeichen Lehrinhalte, also das Global Scaling, um ein Haar auch Lehrstoff an der Viadrina, nämlich beim Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften, der INTRAG, geworden wären, dann ist das zutiefst erschreckend. Der Institutsleiter, Professor Harald Wallach, der ja auch schon vielfach in die Schlagzeilen geraten ist, der immer wieder herbe Kritik aushalten muss, der hat sich dann zwar erst von diesen Lehrinhalten distanziert, merkwürdigerweise nimmt er dann aber auch eine Masterarbeit an, die auf diesen merkwürdigen Theorien fußt. Auf der anderen Seite. Und das sind zwei Dinge, die einfach nicht zusammengehen. Also Herr Wallach kann sich verfolgt fühlen, wie er gerne möchte. Das tut er inzwischen mit Vorliebe. Also alle, die nicht Wissenschaft als offenes System verstanden wissen, die sind dann irgendwie so die Verfolgten. Das sind dann die Märtyrer für die Wissenschaft. Und alle anderen haben ihren engen Begriff von Wissenschaft nur zur Religion erhoben und sind dann irgendwie gegen alles andere. Also damit kommt man vielleicht irgendwie weit, um sich dann hochzustilisieren. Aber irgendwann reicht das halt auch nicht mehr. Und ja, wissenschaftliche Theorien können erweitert werden, können verändert werden. Das ist gar keine Frage. Aber die Grundannahme, mit der das geschieht, muss natürlich immer auch eine Grundannahme sein, die den wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Das ist beim Global Scaling nicht so. Insofern kann jede weitere Forschung, die jetzt passiert, mit den Grundannahmen des Global Scalings schon nur, um mal die Internetsprache zu benutzen, ein Fail sein, weil natürlich die Grundannahme schon gar nicht wissenschaftlich belegt ist. Und dann kann ich mir alles Mögliche ausdenken und kann dahingehend weiterforschen. Wenn ich sage, der Himmel ist grün, und daraufhin eine Masterarbeit anschreibe mit der Grundhypothese, da der Himmel grün ist, habe ich folgende Experimente durchgeführt, ist die ganze Arbeit Murks. Mhm. Ja, also das ist, ich kann aber irgendwann mal sagen, das, was wir als blau sehen, ist nicht grün und kann anfangen, daran rumzudoktern. Das ist gar keine Frage. Nur die Grundannahme muss natürlich immer wissenschaftlich anerkannt sein. So, jetzt haben wir Global Scaling und Herrn Müller, glaube ich, ausführlich dargestellt. Jetzt wollen wir uns nochmal mit der Arbeit von Herrn Konrad beschäftigen. Ja. Nochmal, wir wollen niemanden, der eine Masterarbeit als Experiment gestaltet, an die Karre fahren. Wir wollen nur deutlich machen, was das Problem an dieser Arbeit ist. Die Arbeit hatte einen Versuchsaufbau, da ging es also nicht um einen großen Spiegel, einen großen Kosygraph-Spiegel, den wir ja schon beschrieben haben und die Auswirkungen dieses Spiegels auf Menschen, die sich darin aufhalten, sondern es sollte ein Experiment gemacht werden. Also sollte nachgestellt werden, ob überhaupt diese Effekte irgendwie auch überprüfbar sein. Und dazu hat der Herr Konrad ein Experiment gemacht. Er hat zwei Mini-Alu-Dosen, müsste man dann also nehmen, also Mini-Varianten des Cosi-Ref-Spiegels genommen, hat sie verschlossen oder hat da verschlossene Umschläge mit Ziffern von 0 bis 9 hineingelegt. Und diese kleine Cosi-Ref-Spiegel wurde mit zwei Drähten verbunden, die die Versuchspersonen in die Hand nehmen sollten. Und die Personen sollten dann erraten, welche Zahl auf dem Zettel in der Aluminiumdose steht, weil natürlich die Zahl innerhalb des Spiegels, natürlich jetzt sind wir wieder bei dem Effekt, fokussiert wird, die Energie, die von der Zahl ausgeht, wird hoch gesteigert, geht durch den Draht auf die Versuchspersonen über und damit sollte man dann sozusagen, ohne dass man sehen kann, also optisch sehen kann, erkennen, welche Zahl darin ist. Die Versuchspersonenanzahl ist 22. Da kann ich nachher noch was zu sagen, was Versuchspersonengröße für Experimente angeht. Und das Ergebnis war eher durchwachsen. Also die Versuchspersonen lagen beim Zahlenraten in der Regel nicht überzufällig oft richtig. Also das ist der erste Schluss. Und nur wenn sie sicher wussten, wenn ihnen gesagt wurde, es ist tatsächlich der Cosi-Ref-Spiegel, mit dem sie da verbunden sind und nicht irgendwie ein Fake. Genau, also nicht irgendeine andere Dose, trafen sie etwas häufiger und in dem Fall statistisch signifikant häufiger ins Ziel als bei dem anderen. Aber insgesamt sind sie unter dem Zufall geblieben. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige These. Er hat natürlich dann verkauft, dass sie signifikant häufiger getroffen hätten, wenn sie gewusst hätten, dass sie den Drähte mit dem Spiegel in der Hand halten. Mhm. So, man könnte jetzt von einer Sensation sprechen.
Der Autor der Arbeit sagt, damit würde sich der Kosirev-Spiegeleffekt bestätigen. Im Prinzip, ja, er schließt mehr oder weniger mit der Behauptung oder mit der Aussage, er hält die Fähigkeiten dieses Spiegels für erwiesen. Also das, also er hält es für erwiesen, ist nicht natürlich die Formulierung, es ist erwiesen, aber zumindest irgendwie ist diese Arbeit dann zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass da was dran ist, erstaunlicherweise. Herr Wallach hat die Arbeit in einem Schreiben als außergewöhnlich gute Arbeit gelobt, weil in dem Jahrgang so viele tolle Arbeiten, inklusive einer wirklich experimentellen Arbeit, die mit viel Aufwand gestaltet worden ist, durchgeführt worden ist. Also hat sich sehr positiv dieser Arbeit gegenüber geäußert, hat dann hinterher, als dann die Kritik an der Arbeit zum Kosirev-Spiegel laut wurde, gesagt, aber es sei ja klar, dass der Effekt nicht bestätigt sei. Trotzdem ist die Arbeit auch gut benotet worden und ist als Abschlussarbeit anerkannt worden. Also allein schon, wie die Arbeit aufgebaut ist und wie die Arbeit geschrieben ist, lässt eigentlich darauf schließen, dass wir es hier mit einem sehr persönlich gefärbten Erfahrungsbericht zu tun haben und nicht mit einer wissenschaftlichen Arbeit. Jetzt mal von diesem durchwachsenen Experiment, zu dem du ja gleich auch noch was sagen wirst, abgesehen. Also der Stil, in dem er schreibt, der ist einfach einer wissenschaftlichen Arbeit nicht angemessen. Also da werden auch Erfahrungen beschrieben, die Probanden in dieser Röhre gemacht haben. Da wird dann beschrieben, wer nun irgendwie oder wie viele Menschen irgendwie das Gefühl haben zu fliegen, wer einen Austritt in das Weltall erfährt und all diese Dinge. Okay, das beschreibt er dann noch, aber er lässt im Prinzip diese ganze Kosirev-Röhre, die ganze Forschung in Anführungsstrichen dahinter auf einer Vision beruhen. Also er schreibt das auch so, das Ganze beruht auf einer Vision. Und das ist schon mal Problem Nummer eins. Dann benutzt er solche Formulierungen wie einen ersten Kosirev-Spiegel bastelte ich Ende 2008. Und er beschreibt dann eben, wie er das Ding da irgendwie so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dahin gebastelt hat. Dann beschreibt er, wie ein Freund und Kollege immer öfter einen Aufenthalt in diesem Spiegel hat, weil er damit Entscheidungen trifft, weil er das Gefühl hat, er kann da seine Probleme lösen, er kann dann irgendwie mit verstorbenen Familienangehörigen noch Konflikte lösen und all solche Dinge. Schließt dann solche Formulierungen mit ein. Ich muss das einfach mal vorlesen, weil man sich das dann, also ich will niemanden in die Pfanne hauen, aber das ist einfach keine wissenschaftliche Arbeit, was da abgedruckt ist. Schreibt dann, diese reine Gefühlsebene lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Das soll auch Napoleon so ähnlich empfunden haben, erzählte man mir hinterher. Am ehesten umschreiben kann man es vielleicht mit Aufladen wie an einem Akku, schwerelos, zeitlos, wohlfühlen, also auch mit mehreren Vokalen dann jeweils. So schreibt man einfach keine Masterarbeit. Sorry, aber das entbehrt einfach jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und nochmal, um deutlich zu machen, wo das Problem an der Geschichte liegt. Er sagt, weil Menschen, die in einem großen Kosirev-Spiegel liegen, zu so und so viel Prozent solche Erfahrungen, damit meine ich Aliens gesehen, verstorbene Angehörige gesehen haben, habe ich folgende Versuchsaufbau gewählt. Das Problem ist, wenn man das Global Scaling mal außer Acht nimmt, dass die Einstiegshypothese da auch schon wieder falsch ist. Ich müsste zunächst mal überprüfen, ob die Leute, die in diesem Kosirev-Spiegel diese Visionen haben, die nicht auch hätten, wenn sie in einer Pappröhre liegen würden. Oder in einem dunklen Zimmer sitzen würden. Oder in einem Wassertank liegen würden. Dass man solche Wahrnehmungseffekte haben kann, will ich gar nicht bestreiten. Das sind ja sicherlich auch Menschen, die, und da sagen wir mal, solchen Effekten hin sehr aufgeschlossen sind. Die Frage ist, ist der Spiegel schuld oder liegt es dann eher an der Person oder daran, dass es still ist, dass es vielleicht dunkel ist? Das ist nicht untersucht worden. Das heißt, auch da wird ein falscher Startschluss gezogen und auch das macht die Arbeit insgesamt schlecht. Versuchspersonenzahl, ja, man kann eine Studie mit 22 Personen machen, man kann statistisch da sehr viel rechnen. Grundsätzlich sollte man aber schon auch eine Versuchspersonengröße von 30 Personen mindestens haben, um in irgendeiner Weise starke statistische Schlüsse haben zu können. Das sollte man auch berücksichtigen. Also die Versuchspersonenzahl ist nicht sonderlich groß. Machbar ist das, gerade bei Abschlussarbeiten an Universitäten gibt es das häufiger mal.
Aber das führt auch dazu, dass die Aussagekraft der Ergebnisse nochmal statistisch gesehen schwächer ist. Damit kann man einfach keine starken statistischen Beweise machen. Und ja, also worauf wollen wir hinaus mit dieser Sendung? Also wir wollen nochmal deutlich machen, dass es bedauerlich ist, dass eine Universität in der Bundesrepublik Deutschland solche Studien im Rahmen der universitären Arbeit fördert, weil das nochmal de facto überhaupt gar nichts mit wissenschaftlicher Forschung zu tun hat. Und dabei meinen wir nochmal nicht unbedingt das Thema, auch wenn das ein bisschen abstrus ist, aber im Prinzip die ja, wissenschaftliche Vorgehensweise oder die unwissenschaftliche in diesem Fall. Genau. Also man müsste zunächst mal diesen Kosirev-Spiegel als solches untersuchen, bevor man so ein Experiment macht. Mal gucken, was für ein Effekt könnte dahinter liegen und ausschließen oder bestätigen, dass dieser Effekt auftritt. Und man kann nicht sagen, da treten Effekte auf, weil das Global Scaling da als Theorie hintersteckt. Mhm. Das Global Scaling ist eine nicht bewiesene Theorie, die auch so nicht funktioniert, wie sie beschrieben worden ist. Und also wenn ihr mal auf so etwas stoßt und dann in der Diskussion, nachdem ihr dann gesagt habt, ja, aber so und so kann man das nicht aufziehen, wenn man das untersuchen will, dann nur an den Kopf geworfen bekommt, ja, du bist ja dagegen, du bist ja irgendwie jemand, der die Wissenschaft zur Religion erkoren hat und du lässt ja irgendwie überhaupt nichts anderes gelten und du bist ja kein bisschen offen, dann sind das schon Alarmzeichen, dass in dem Fall dafür etwas argumentiert wird, hinter dem nicht sehr viel steckt. Das ist das große Problem dabei. Also wissenschaftliches Arbeiten heißt, saubere Theorien zu haben, die als Grundlage für eine weitere experimentelle Forschung dienen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, parawissenschaftliche Effekte zu untersuchen. Ich finde es total super, wenn wir irgendwelche Hellseher finden würden, wenn es Wünschelroutengänger gäbe, die Wasser finden könnten. Gerade war wieder der Test in der GWUP, wo jemand frische Eier oder Bio-Eier von Nicht-Bio-Eiern unterscheiden wollte. Auch das hat nicht funktioniert. Es wäre super, wenn wir jemanden finden würden, der solche Fähigkeiten hat. Leider gibt es die aktuell nicht, diese Person. Und wenn sie gibt, dann geht die Fähigkeit in der Regel immer genau dann schwinden, wenn man nach wissenschaftlich sauberen Kriterien das untersuchen möchte. Und noch eine kleine Randnotiz hinter diesen ganzen Dingen, also zum Beispiel kriegt man die Masterarbeit dort, steckt dann auch ganz gerne immer eine Firma, die mit diesen oder ähnlichen Produkten Geld macht, in dem Fall die Firma Fostag, wo man diese und ähnliche Produkte eben auch erwerben kann. Also da gibt es dann noch viele andere Produkte, die, sagen wir mal so, auf nicht bewiesenen oder nicht genügend untersuchten Theorien basieren, die aber den Verbraucher, der es dann nun glaubt, irgendwie kaufen zu müssen, furchtbar viel Geld kosten und wenig bringen. Tja, das wollten wir mal mit dieser Folge nochmal schildern. Kosirev-Spiegel, wenn ihr mal davon hört, halt auch Blödsinn an der Stelle, muss man so sagen. Da ist nichts dahinter. Und ja, man kann Gravitation nicht aufheben, man kann elektromagnetische Felder nicht aufheben und schon gar nicht kann man in irgendeiner Art und Weise die Zeit komprimieren oder den Zeitenlauf durch eine Aluminiumröhre verändern. Man könnte, würde man es tun. Denn es ist nicht besonders aufwendig eigentlich. So ist es. Der Autor der Arbeit hat ja selber auch mal eine Kosirev-Röhre gebastelt. Ja, dann auch könnten original, wir das eigentlich auch. Original Wortlaut der Arbeit, die wir auch verlinken werden, weil die Firma Fostorg diese Arbeit natürlich, um den Verkauf der Spiegel anzukurbeln, als wissenschaftliche Arbeit zur Wirksamkeit ihrer Spiegel natürlich auf ihrer Homepage als PDF-Dokument voll verlinkt. Da werden wir dann auch nochmal Links setzen. Dann könnt ihr auch, wenn ihr mögt, euch mal die gesamte Arbeit und die gesamte Diktion in dieser Arbeit auch durchlesen. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dem dreijährigen Kind. Engel. Und dem Engel. Ja. Dann machen wir erstmal weiter. Die Auflösung. Ja, die wunderschöne Geschichte von einem Dreijährigen, der nach einem Tornado unversehrt in einer Kühltruhe aufgefunden wurde und seine wundersame Rettung einem Engel in die Schuhe geschoben hat, ist leider nicht wahr. Es hat tatsächlich 2011 eine Serie von Tornados gegeben in Alabama und dort gab es auch heftige Zerstörungen teilweise.
Aber man findet in den Nachrichten von dieser wundersamen Rettung, die ja sicherlich Schlagzeilen gemacht hätte, wenn es denn so gewesen wäre, keinerlei Hinweise. Und naja, also das Ganze ist dann wahrscheinlich eher so eine Wunschgeschichte. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so wunderschön, irgendwie, wenn ein Kind dann von seinem Schutzengel irgendwie gerettet worden ist. Und es kann ja auch sein, dass irgendwie ein Kind überlebt hat und dann hat man irgendwie gesagt, ja, das war bestimmt der Schutzengel und dann hat sich da irgendwie so eine Geschichte langsam entwickelt. Also Möglichkeiten, wie das gekommen ist, gibt es genug, nur gibt es leider keinerlei Hinweise darauf, dass es jetzt nun erstens wirklich Engel gibt und zweitens sie irgendwie ein Kind in eine Kühltruhe stecken und dann irgendwie dadurch vorm Tornado retten. Wobei ich mir immer denke, also wenn das jetzt wirklich, also es gibt sehr verschiedene Versionen und sehr viele unterschiedliche Versionen von dieser Geschichte. Wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Kühltruhe ist und das Ding zu ist über längere Zeit, dann wäre doch das Kind auch irgendwie erstickt, denke ich, oder nicht? Wenn die so ein bisschen defekt ist und das Gummi nicht Ich habe anschließt. keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie schwierige Sache und ist nichts dran. Ja. Hast uns mal wieder einen Bären Ja, aufgebunden. Aber wir haben gemein, demnächst, gemein. kommen auch wieder ein paar sehr abgefahrene wahre Geschichten. Wir haben uns nämlich sehr ausgiebig mal auf die Suche gegeben. Also Ja. nicht, dass ihr glaubt, die sind immer falsch. Ein paar Sachen haben wir noch zum Ende hin. Vielleicht fangen wir mit der ganz unangenehmen Geschichte mal an, die ich hier an dieser Stelle unbedingt nochmal ansprechen möchte. Es gibt eine Internetseite, die heißt Oh kreuz.net. ja. Die hat in sehr unfähiger Art und Weise sich geäußert nach dem Tod von Dirk Bach, der ja sehr, sehr früh verstorben ist, mit Bezug auf sein ja, Privatleben, auf seine sexuelle Orientierung, so möchte ich das vielleicht mal formulieren. Also den Artikel und im Prinzip jeden Artikel, den man auf dieser Internetseite findet, kann man nur als abartig bezeichnen. Das ist menschenunwürdig. Ja, fundamentalistisches, menschenunwürdiges Material. Als Verbund aktiver gläubiger Katholiken, glaube ich, nennen sie sich auf ihrer Impressumsseite. Wichtig dabei zu erwähnen, kreuz.net, also anders ausgedrückt, die katholische Kirche distanziert sich von kreuz.net. Das sollen wir der Fairness halber an dieser Stelle Ja, einmal muss man sagen. sagen. Es gibt mehrere Pressemitteilungen, wo die katholische Kirche sagt, sie distanzieren sich von den Aussagen oder von der Internetseite kreuz.net. Über die Einstellung, was gleichgeschlechtliche Ehe angeht bei der katholischen Kirche, brauchen wir hier an dieser Stelle nicht sprechen. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Buch. Was mir nur da ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr auf Artikel der Seite kreuz.net stoßt, die ja gelegentlich durch verschiedene Social-Media-Kanäle durchlaufen, diese Seite ist keine Satire-Seite. Diese Seite ist eine ernsthafte Seite. Es gibt Ja. Strafanträge, die gegen diese Seite laufen. Wobei das wiederum schwierig ist, weil es so gut wie unmöglich ist, festzustellen, welche Schreiberlinge tatsächlich hinter dieser Seite stecken. Es ist sehr schwer, auch das Ding vom Netz zu sehen, zu nehmen, weil es immer woanders gehostet wird. Wobei wir es ja gerade geschafft haben, wir haben eine Unterschriftenaktion laufen lassen. Die Seite war dann in Kanada gehostet und nachdem es eine Unterschriftenaktion gab, ist die Seite nicht mehr in Kanada gehostet. Die haben sich schon wieder einen neuen Provider gesucht und ja, also das nur nochmal als Hinweis, kreuz.net, auch wenn ihr sowas weiter twittert, weil ihr glaubt, das ist irgendwie abgefahrene Satire oder auf Facebook teilt, seid euch nur dessen bewusst, diese Seite ist de facto keine Satire-Seite. Wir haben da ein bisschen recherchiert. Und weil wir das auch nicht glauben konnten, dass es Menschen gibt, die sowas Abartiges schreiben. Das ist eine echte Seite. So traurig, wie das ist. Kommen wir zu netten Dingen. Unser erstes Hörertreffen hier in Hamburg war sehr, sehr nett. Schöne Grüße an alle, die da waren, die auch von teilweise ein bisschen außerhalb angereist worden sind. Und ja, wird definitiv wieder ein Hörertreffen geben. Wir werden uns mal bemühen, dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen, ein weiteres Hörertreffen. Genau einen Oh, das Termin denke ich doch. kriegen wir hin, Ja, ne? klar. Genau einen Termin geben wir dann wieder bekannt. Und wenn wir dann nicht krank sind, dann auch vielleicht mit 2 bis 3 Wochen Vorlauf, so machen wir das normalerweise, dass ihr dann auch Gelegenheit habt, dorthin zu kommen und im Zweifelsfall das zu planen, dorthin zu kommen. Dann haben wir, das müssen wir auch noch erwähnen, ein neues Skeptoskop ist erschienen am 1. Oktober, einen Tag nach der Hoaxilla-Folge mit Alexa im Interview als aktives Mitglied der GWUP. Da wir aber also relativ schnell festgestellt haben, dass es keinen Sinn macht, dass ich Alexa interviewe, das haben wir nämlich Aber wir haben es probiert. versucht. Ja, wir haben das probiert. Das ging aber nicht gut. Haben wir dann oder habe ich entschieden, dass diese Sendung von einem Gastmoderator durchgeführt wird, der dann Alexa ziemlich, Auseinandergenommen hat. naja, er hat so die zumindest sehr intensiv befragt und wer es noch nicht getan hatte, drüben auf skeptoskop.com kann man A wissen, wer der Gastmoderator war und B sich das Interview mit Alexa anhören. Gut eine Stunde und da
kriegt ihr, glaube ich, noch ziemlich viel über Alexas Background mit, was ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt und das, was ihr euch im nächsten Frühjahr von Alexa kaufen könnt. Hm. Ja, müsst ihr euch dann anhören, dann wisst ihr, wovon ich rede. Plack-Plack-Plack-Time am Ende der Sendung. Mhm. Gut, dass wir es nicht am Anfang machen, dann würden wir da alle nöseln. Mhm. Am 9. Oktober, also wer das jetzt zeitnah runterlädt, am Sonntag, Montag oder so, 9. Oktober, 20 Uhr. Dienstag, sagtest du nicht Dienstag? Dienstag, ja, Dienstag. Ja, sag Sonntag oder so. Montag, wer es Sonntag oder Montag oder Dienstag noch tagsüber hört, hat er noch die Gelegenheit. Okay. Danach, wer sich es Mittwoch runterlädt, hat ja Pech gehabt. Ja. Also Dienstag, 9. Oktober, 20 Uhr, was wollte ich sagen? Psycho Talk, eine neue Episode mit den Herren Sebastian Bartoschek und Sven Rulaff zusammen. Und die Sendung steht diesmal unter dem Slogan Psycho Talk Engages Star Trek. Die Psychologie des Star Trek-Universums. Und ja, wow. Ja, ich habe alle 700 Folgen aller Star Trek-Serien inklusive der Zeichentrickserie Star Trek Enterprise, also die warte mal, ich überlege gerade, ich auch, du oder auch. Nicht? Also ich habe nicht nur einmal alle 700 Folgen gesehen, ja, also krass, ja, okay. Ich bin prädestiniert, über dieses Thema zu reden, schon mal vorab. Und wir wollen aber natürlich, wie das Psycho Talk üblich ist, uns da so ein bisschen humorvoll und aber durchaus auch ernsthaft mit psychologischen Aspekten von Star Trek beschäftigen und da könnt ihr halt live einschalten, 20 Uhr. Bei der Gelegenheit der Hinweis, endlich nach dem Serverumzug geht das auch wieder mit den Feeds. Bei Instacast müsst ihr genauso wie bei iTunes aber leider nochmal den Feed einmal neu abonnieren und dann habt ihr wieder alle Folgen, die es gibt im Feed drin und könnt euch den Psycho Talk anhören. Das ist am Dienstag und am Donnerstag, 11. Oktober, gibt es in Hamburg einen Science Slam. Und zwar findet der statt in einer Location, ich kenne die auch noch nicht, die heißt Übel und Gefährlich. Und zwar oben in einem Bunker in der Feldstraße ist das hier in Hamburg. Kostet 7 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse. Und Science Slam, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, ist immer gut. Startet am 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Alexa und ich da auch aufschlagen, ist auch sehr groß. Die ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr groß. Und Julia Offe, die ja zu Gast ist, organisiert das Ganze, die wird auch da sein. Und natürlich das, worum es geht, junge Wissenschaftler, die auf humorvolle Art und Weise ihre Arbeiten vorstellen. Also Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr im Übel und Gefährlich geht's los. Das ist auf jeden Fall großes Kino. Slam in Hamburg. Und wer jetzt sagt, Hamburg. Science Slam gibt's bundesweit, geht mal auf scienceslam.de. Letztens war jetzt gerade wieder einer in Münster, in unserer alten Heimat. Die gibt's überall und die sollte man auch auf jeden Fall auch besuchen, weil die immer sehr, sehr lustig sind. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Du siehst mich den Kopf schütteln. Ja. Habt ihr nicht gesehen, aber jetzt wisst ihr es, weil er seinen Kopf geschüttelt hat. Ich glaube, wir haben alles berücksichtigt, was wir berücksichtigen wollten. Wir sind auch wieder zweimal in einem Blog erwähnt worden, das wollte ich noch erwähnen. Und zwar in dem Blog Flying Tinkerbell. Es gibt einmal eine schöne Retrospektive auf unseren Skeptics in the Pub Auftritt. Darüber ist geschrieben worden und es gibt einen Artikel zu der Hörbuchspielreihe Offenbarung 23. Und da geht es natürlich auch um Verschwörungstheorien und auch da ist Huxley natürlich Bestandteil, wobei da schon mal der Hinweis, weil die Frage schon mal kam, Offenbarung 23 ist Fiktion. Ja, gut gemachte Fiktion, aber ist Fiktion. Und auch da schmeißen wir nochmal den Link rein. Sehr bunter Blog, sehr lustiger Blog, aber wir kennen die Macher und das sind ganz witzige Menschen. Und also das absolut empfehlenswert. Kann man mal reingucken. Ja. Und die haben jetzt auch so einen neuen Blog mit Zombie-Rezepten. Cooking like a Zombie oder so. Schmeiße ich nachher auch nochmal in die Liste. My Zombie Kitchen. Irgendwie sowas. Ja, müsst ihr euch mal angucken. Damit beschließen wir es mal, weil wenn wir jetzt nicht Schluss machen, kriege ich glaube ich die Folge nicht mehr ans Netz und dann können wir 20 Uhr nicht live senden. Okay. Wir sind wieder ein bisschen spät am Wochenende. Und wünschen euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Die Huxilla-Zeit endet im Prinzip schon am Dienstag mit dem Hoaxmaster. Am Freitag dann die Hoax Mistress, also Hoaxmaster im Psycho Talk. Am Freitag die Hoax Mistress mit einem neuen Kapitel bei den Black Sweet Stories. Und am Sonntag dann wieder ganz normal, 20 Uhr Huxilla. Ich klinge schon so ein bisschen wie der Hörsohn-Mensch, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Genug der Programmhinweise. Ja, wir machen einfach zu viel. Ich muss meine eigene Programmankündigung inzwischen machen. Und die Hörsuppe kann man übrigens auch immer, ne, das O mit dem Kopfhörer bei uns auf der Homepage, unbedingt sich mal die Hörsuppe angucken.
das Zentralorgan der deutschen Podcast-Szene. Oder sehr, wie schön. Sie sehr gerne nennen. Sehr, sehr schön. Die hört zu. Der Podcast-Szene. So. Ist toll. Am Ende kann man immer noch weiterreden. Ne? Man findet, haben wir noch Themen? Aus jetzt. Aus jetzt. Ja. Abschalten. Schöne Woche euch. Alles Gute. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.